Guten Tag, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt geht's rund. Ich darf euch feierlich einladen zu... Okay, hatte mir kurz überlegt, das die ganze Show durchzuziehen, aber das ist ja richtig anstrengend. Wir haben heute wieder eine wundervolle Sendung vor uns, nämlich die Neu- und Gratis-Games, unsere News-Show zum Wochenende, in denen ich euch die Highlights der letzten Woche präsentiere, euch vorstelle, was ihr nächste Woche so für Games spielen könnt und verrate, was ihr am Wochenende und manchmal darüber hinaus gratis ausprobieren könnt, geschenkt bekommt oder im Rahmen eines Abos ohne zusätzliche Kosten erhaltet. Also lehnt euch zurück, schnappt euch ein schmackhaftes Heißgetränk eurer Wahl und lasst uns mal sehen, was letzte Woche so abging. Die Neu- und Gratis-Games werden euch präsentiert vom neuen Gaming-Headset GXT491 Phaso. Dank des 2,4 GHz USB-Empfängers und Bluetooth könnt ihr damit telefonieren oder Musik vom Handy hören und gleichzeitig den Ingame-Sound von eurem PC oder der Konsole genießen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt geht es weiter mit den Highlights der Woche. Für PC und Xbox gab es diese Woche mit Senua's Saga Hellblade 2 ein audiovisuelles Meisterwerk. Das Unreal Engine 5 Spiel zeigt eindrucksvoll, was die neue Technik leisten kann. In Sachen Story und Gameplay konnte Senua's zweites Abenteuer derweil nicht so ganz überzeugen. Die Geschichte verliert nämlich nach einem starken Auftakt deutlich an Zug und auch bei Kampf und Rätseln liefert Hellblade 2 bestenfalls Mittelmaß. Immerhin gibt's diesmal ein paar mehr Knobelvarianten als noch im Vorgänger. Die Kämpfe sind zwar noch intensiver inszeniert, spielerisch aber sogar facettenärmer als beim ersten Teil. Hellblade 2 ist also kein sonderlich gutes Spiel, aber trotzdem ein eindrucksvolles Erlebnis in Bild und Ton. Gerade wer den Game Pass hat, sollte sich den Download also auf jeden Fall gönnen. Nach 2 Jahren im Early Access kam diese Woche Song of Conquest endgültig heraus und eroberte direkt die Steam-Charts im Sturm. Dabei punktet das 4X-Strategiespiel nicht mit neuen Ideen, sondern mit der Rückkehr zu alten Stärken. Wie unser Tester Rainer Hauser schreibt, fühlt es sich an, wie 25 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt zu werden. In einer Zeit von Service-Games, die die Glücksrezeptoren mit ständig neuer, besser, größer reizen wollen, haben wir hier ein grundsolides, unterhaltsames Erlebnis, das ein wohliges Stück Nostalgie bietet, dabei aber moderne Gewohnheiten und Hardware berücksichtigt. Ich muss sagen, ich freue mich trotzdem auf Hellblade 2. Wir haben übrigens auch schon ein Testvideo für euch und auf GameStar Plus gibt's einen ausführlichen Test von Nathalie. Alle Links gibt's natürlich in der Videobeschreibung. Aber was geschehen ist, ist geschehen, also lassen wir das hinter uns und blicken auf die neue Woche und sehen, was da so geschieht. Weiter geht's mit den neuen Spielen der nächsten Woche und da fangen wir mit The Rogue Prince of Persia an. Der Titel hätte eigentlich schon vor ein paar Tagen rauskommen sollen, doch nach dem Überraschungsrelease von Hades 2 wollten die Dead Cells Entwickler ihr neues Spiel lieber etwas später bringen. Schließlich ist auch The Rogue Prince of Persia ein Roguelite. Weiter geht's mit der Portierung von Seed of Life für PlayStation, Xbox und Switch. Das Action-Adventure ist auf dem PC bislang völlig untergegangen. Mal sehen, ob sich das auf den Konsolen ändern wird. Wenn ihr es mal ausprobieren wollt, gibt's auf Steam weiterhin eine Demo. Wie schon im Vorgänger prägen wir auch in Reus 2 als Gottheit das Schicksal der Menschheit. 6 Giganten stehen uns zur Auswahl und mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten verändern wir die Welten, in denen sich die Siedler von primitiven Stämmen zu fortschrittlichen Zivilisationen entwickeln. Wir können die Welten terraformen, neue Mächte freischalten und so auf immer weiteren Planeten das Überleben der Menschen sichern. Nachdem Tevi schon auf dem PC die Herzen von Metroidvania-Fans erobert hat, geht's jetzt weiter auf den Konsolen. Uns erwartet eine abwechslungsreiche Welt voller Plattforming-Herausforderungen und über 20 einzigartigen Bossen. Auch hier gibt's übrigens weiterhin eine Demo auf Steam. Nach den offenen Beta-Phasen in den letzten Jahren steht jetzt der richtige Release von Warners Free-to-Play Smash Bros. Klon Multiversus an. Die Entwickler betonen, dass sie die Kritik aus den Testphasen gehört und zahlreiche Änderungen umgesetzt haben. Unter anderem ist das Spiel auf die Unreal Engine 5 gewechselt und auch an Kampfmechaniken und Netcode wurde gefeilt. Die größte Neuerung wird aber der PvE-Modus sein, in dem wir gegen die KI kämpfen können. Musik
Der Ego-Shooter Ripout verlässt nächste Woche nach nur wenigen Monaten den Early Access. Allerdings haben die Entwickler noch nicht im Detail verraten, welche neuen Inhalte die Version 1.0 liefern soll. In Ripout erkunden wir alleine oder im Koop die Korridore von zufällig erstellten Raumschiff-Wracks auf der Suche nach Ressourcen. Mit denen verbessern wir unser Arsenal, das auch aus biologischen Waffen besteht. So können wir einen Teil unserer Waffe sogar als Begleiter auf die gefährlichen Feinde hetzen. In Spearsong dreht sich alles um die slawische Folklore und in diesem Fantasy-Setting verteidigen wir mit tapferen Rittern unser Königreich vor dem Bösen. Dabei wird unsere Reise bei jedem Versuch neu generiert und stellt uns vor wechselnde Herausforderungen, die wir in rundenbasierten Kämpfen überkommen müssen. Auch wenn Nine Souls auf den ersten Blick nicht ganz danach aussieht, hat das 2D-Action-Adventure ganz schön viel mit From-Software-Titeln wie Sekiro gemeinsam. Wie beim großen Vorbild geht's auch hier um schnelle Angriffe und präzise Konter. Dazu gibt es dann noch Spezialangriffe, die wir aber vorher mit geglückten Angriffen erst einmal aufladen müssen. Wer nicht schon vom blanken Zusehen ins Schwitzen gerät, kann sich auf Steam eine kostenlose Demo herunterladen. Rundenbasierte Superhelden-Action im Stil von XCOM gibt's ab nächster Woche mit Capes. Anders als beispielsweise Marvels Midnight Suns verzichtet Capes allerdings auf lizenzierte Superhelden und auch auf das nicht ganz unumstrittene Kartensystem. Trotzdem stellen wir uns auch hier einer Truppe aus Helden zusammen, erleben eine Story-Kampagne und werten die Kräfte des Teams immer weiter auf. Normalerweise kommen die jährlichen Formel-1-Rennspiele von Codemaster ja im Juni raus, doch der 24er-Ableger ist etwas früher dran. Dafür gibt's diesmal aber auch keine Story-Kampagne, stattdessen wurde aber der reguläre Karrieremodus überarbeitet und die Fahrphysik weiter verbessert. Da wäre zum einen eine komplette neue Aufhängephysik und zum anderen eine verbesserte Simulation der Hitzeentwicklung der Reifen. Zum Abschluss kracht's dann nächste Woche nochmal ordentlich, denn der Retro-Shooter Salako startet endlich in den Early Access. Da soll er aber gar nicht lange bleiben, denn die eigentlichen Spieleinhalte sind größtenteils fertig. Jetzt geht es eher um Feinschliff und Feedback. Da ist ja auch wieder ordentlich was los. Traut ihr euch an der Schätzung, was wir nächste Woche so in den Highlights haben? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Prince of Persia. Aber bis das rauskommt, da liegt ja noch ein ganzes Wochenende dazwischen. Aber die Zeiten sind schwer, alles wird teurer, niemand hat Geld. Schauen wir doch mal, was wir die nächsten Tage kostenlos zocken können, ohne zusätzlich Geld ausgeben zu müssen. Es folgen also die Spiele, die ihr geschenkt bekommt, kostenlos ausprobieren könnt oder im Rahmen eines Abos ohne Zusatzkosten erhaltet. Im Epic Games Store gibt es diese Woche den Landwirtschaftssimulator 2022 geschenkt. Genau das Richtige für alle, die eigentlich nur entspannt ihren Hof bewirtschaften wollen, denen Stardew Valley und Co. aber vielleicht ein bisschen zu niedlich ist. Und natürlich für alle, die vor allem die fetten Maschinen von Fendt, Lamborghini und weiteren namhaften Herstellern spielen wollen. Wir haben damals im Test eine 86 vergeben und sogar ein ganzes Sonderheft mit allen wichtigen und interessanten Infos rund ums Spiel. Link zum Shop packe ich euch in die Videobeschreibung. Das Wochenende ist fett für alle Fans von Warhammer 40k. Zur Feier des Skulls Events gibt es nämlich eine Menge geschenkt, angefangen mit Warhammer 40k Gladius Relics of War, das ihr euch im Epic Game Store und auf Steam noch bis zum 30. Mai sichern könnt. Genauso wie der Landwirtschaftssimulator bleibt das Spiel danach in eurer Bibliothek. Dabei handelt es sich um ein Rundenstrategiespiel, in dem wir eine von vier mächtigen Fraktionen spielen, die um die Herrschaft auf dem reliktreichen Planeten Gladius Prime streiten. Nicht direkt behalten, aber immerhin ausprobieren dürft ihr Warhammer 40k Speed Freaks. Das ist nämlich noch gar nicht draußen, öffnet aber die Pforten mit einer offenen Beta ebenfalls bis zum 30. Mai. Wie der Name schon nahelegt, ist das ein Kampfrennspiel, in dem wir mit aufgemotzten Fahrzeugen im größten Chaos gegeneinander antreten. Kleiner Tipp, an die Straßenverkehrsordnung wird sich hier wohl niemand halten.
Außerdem gibt es für World of Tanks das Bloodline Pack geschenkt. Darin enthalten sind 3 große Ersatzteilkisten, 3 große Erste-Hilfe-Kisten, 3 automatische Feuerlöschsysteme, 200.000 Credits und ein persönlicher Spezialauftrag im 2D-Stil, nämlich Vermächtnis der Sanguinius. Für World of Warships gibt es ebenfalls ein Warhammer-DLC-Paket. Das enthält 2 Mietschiffe für die Nation Japan. Nach maximal 10 Gefechten oder 30 Tagen, je nachdem was früher kommt, verschwinden diese Schiffe wieder von euren Konten, sowie 2x3 verbrauchbare Tarnungen. Und last but not least könnt ihr euch auf GOG noch ein kleines digitales Goodiebag für Warhammer und Warhammer 40k holen. Das sind zwar keine Spielinhalte drin, dafür aber hübsche Bildschirmhintergründe und Rabattcodes für Merch. Aber auch Nicht-Warhammer-Fans bekommen was zum Ausprobieren. Noch bis zum 27. Mai ist nämlich auf Steam Mechanica Museum kostenlos. Darin entschlüsseln und errätseln wir den Aufbau und die Funktionsweise von seltsamen außerirdischen Artefakten. Abschließend haben wir noch den Godzilla-DLC für Dave the Diver. Da habt ihr aber mehr Zeit, den könnt ihr euch nämlich noch bis zum 23. November kostenlos herunterladen. Aber Achtung, danach nämlich gar nicht mehr. Auch hier verrät der Name eigentlich alles, was man über das Spiel wissen muss. Godzilla greift an und wir können mit einem U-Boot gegen das Riesenmonster antreten. Alle Infos zum Mitschreiben und Anklicken gibt's natürlich auch wieder auf unseren Webseiten. Aber bevor wir uns verabschieden, werfen wir doch mal einen Blick ins Team und schauen, was da so gespielt wird. Paul spielt hoch, konzentriert, aktuell X-Defiant. Da gibt's nächste Woche nämlich ein Video zu. Deswegen will ich mal noch nicht zu viel verraten, was er bisher von dem Shooter so hält. Lenny bekommt am Wochenende Besuch von einer Freundin, mit der er seit über 2 Jahren Life is Strange 2 spielt. Entsprechend geht es genau da auch weiter. Mal sehen, wie lange sich das noch zieht und was die beiden danach im Koop spielen werden. Und bei mir geht es am Wochenende wieder in die Abgründe der Hölle. Es tut mir leid. Ist ja jetzt auch nicht so, als könnte man Hades innerhalb von ein paar Tagen durchspielen. Die Götter brauchen mich! Ich hoffe, die Show hat euch auch heute wieder gefallen und ihr fühlt euch optimal informiert und wahnsinnig gut unterhalten. Wenn dem so ist, dann könnt ihr mir das am einfachsten mitteilen, indem ihr den Daumen nach oben anklickt und mir einen lieben Kommentar hinterlasst. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert am besten den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer direkt informiert werdet, wenn wir was Neues hochladen. Wie zum Beispiel diese Liste mit Spielen, bei denen der Protest der Fans tatsächlich was bewirkt hat, oder dieses Video hier, das der Algorithmus für euch platziert hat. Wir sehen uns am Montag wieder mit den neuesten Neuigkeiten aus der Gaming-Welt. Bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, ganz viel Spaß und guten Loot.